Zum Einkaufen, in den Konsum, um Spähwaschmittel, Tempolinsen oder noch eine Schlagersüßtafel zu besorgen. Es gehörte für Millionen Menschen zum täglichen Bedarf in der DDR. Doch wie so einiges vom einstigen Alltag im Osten verschwanden im wiedervereinten Deutschland viele Produkte dann. Ob Lebensmittel, Küchengeräte, Radios oder Campingausrüstung, es hatte höchstens noch Platz im Museum. Doch offenbar reicht selbst dafür die Ostalgie nicht mehr. Das Dresdner Museum Welt der DDR muss nun wegen Besuchermangels schließen. Und die Ausstellungsstücke, die sollen am Wochenende versteigert werden. Unsere Mittendrin-Reporterin Susanne Blumen hat sich zuvor nochmal angeschaut, was da in Dresden genau unter den Hammer kommt. Stefan Günther rückt nochmal alles zurecht. Es ist Vormittag und er ist ein bisschen unsicher, denn er betritt heute Neuland. Der Auktionator versteigert normalerweise Kunst und Antiquitäten. Nun soll ein ganzer Konsum, ein DDR-Laden unter den Hammer und hunderte andere Relikte von damals. Hier bei dem Konsum ist es halt so, es ist sicherlich irgendein Dorfkonsum gewesen. Da sind die Regale und der Tresen und die beiden Schaufensterpuppen und alles, was hier in den Regalen steht, gehört dazu. Aber für die Genießbarkeit geben wir keine Garantie. Denn Konserven und Schnaps haben schon Jahrzehnte auf dem Buckel, wie alles hier. Heute wird sich zeigen, interessiert sich noch jemand für das alte Zeug? Das Ehepaar Kloss auf jeden Fall. Sie 38, er 54. Beide überzeugt von DDR-Qualität. Die Dinge, die halten deutlich besser, länger. Also meine Brotmaschine, die habe ich, seitdem wir zusammen sind, über 20 Jahre. Und die hält. Und die ist aus DDR-Zeiten? Genau, die ist aus DDR-Zeiten. 17 Jahre. Genau diese eine Brotmaschine wollen sie noch mal kaufen. Und auch das Ehepaar Ziller hat was Bestimmtes im Auge. Sie suchen gezielt was, ne? Ja, ja. Was denn? Das Radio hier. Das hatten sie vor 50 Jahren schon mal bestellt. Das ist besser als Blech und Plastik, so, das klingt besser. Da wollte der das haben. Da haben wir gesagt, wir gehen mal hierher und gucken. Jetzt ist es hier, aber jetzt wissen wir nicht, wie das geht. Wie sie es bekommen, das werden sie noch erfahren. Es ist quasi der Ausverkauf der DDR. Denn das DDR-Museum hier in einem Dresdner Einkaufszentrum macht zu wenige Besucher. Über 900 Ausstellungsstücke sollen deshalb am Wochenende versteigert werden. Alte Bekannte, alte Möbel, alte Begleiter. Auch von Ralf-Jörg Müller. Er geht hier gerade gedanklich auf Reisen, Camping an der Ostsee. Das ist nicht so die Campingrichtung, die hatte drei R20-Batterien drin. Fühlt sich noch heute wie Urlaub an. Es war für mich eine glückliche Kindheit, Jugend und es war aber nicht für alle so. Das ist richtig. Es ist inzwischen Mittag. Etliche sind da. Auch Jüngere, die DDR nur vom Erzählen kennen. Robin Kloy ist 1996 geboren und will bei den Platten ein Schnäppchen schießen. In meinem Familienkreis wurde das nicht romantisiert, dass die DDR super war. Aber also, was ich so mitbekommen habe, ist gerade so bei Großeltern in der Wohnung, diese ganzen devotionalen Inhalte, so, das hat man schon mal mitbekommen. Deswegen ist da schon noch so ein Bezug da. Aber zum Land an sich nicht. Nee. Und während in der Ausstellung gestöbert wird, führt uns Auktionator Stefan Günther in die Tiefgarage. Dort stehen noch ein paar ganz besondere Versteigerungsobjekte. Und das ist jetzt ein Geräusch, was viele Menschen noch erinnern. Dieses Donnern der Autotüre. Wartburg und Trabi, gut erhalten und ziemlich kaputt. Glauben Sie ernsthaft, dass das jemand kauft? Ja, na klar. Da ist dann Ersatzteil. Das Startgebot für die Autos liegt bei 10 Euro, wie für alle anderen Teile auch. Oben im Museum hat sich das Ehepaar Ziller mit dem Radio inzwischen auch das Prozedere erklären lassen. Das wird versteigert, sondern ach, das wird versteigert. Ab 10 Euro geht's los. Hm. Aber gerade gesagt, der Chef. Mhm. Dann müssen wir nochmal hergehen. Dann müssen wir Sonnabend nochmal hierher gehen. Auch das Ehepaar Kloss will wiederkommen, denn ich habe die Brotmaschine entdeckt, die ich schon habe und gerne nochmal besitzen möchte. Auktionator Stefan Günther kann am frühen Nachmittag etwas durchatmen. Ich finde, es ist heute gutes Interesse gewesen. Und stimmt Sie auch optimistisch für Samstag? Absolut. Für viele hier sind die Museumsstücke nämlich mehr als altes Zeug. Sie sind Erinnerungen, gute wie schlechte, an vergangene Zeiten.